Ich freue mich, euch alle zu sehen, die meisten sogar wirklich mit Videoübertragung. Sehr schön. Und einen schönen Schmetterling haben wir beim Thomas Wagner. Ja, okay. Ich habe mir gedacht, wir fangen mit diesen narrativ intelligenten Organisationen. Da geht es ganz viel darum, Erzählräume zu schaffen. Also würde ich auch gerne direkt einen Erzählraum schaffen und euch einfach mehr oder weniger ohne irgendeinen Pretext meinerseits in einen Breakout-Room schicken. Das ist eine sehr kleine narrative Methode, die aber großen Impact hat, wenn ihr in Meetings seid oder in Moderationen, wo die Leute sich nicht kennen, gerade in der digitalen Welt. Und ihr eigentlich in dieser digitalen Welt haben wir keine Möglichkeit, uns die Kaffeetasse zu holen und sozusagen Smalltalk-mäßig oder informell einander kennenzulernen. Und deswegen schicke ich euch jetzt gleich mal in Breakout-Rooms und ihr habt dort die Aufgabe, etwas einander zu erzählen, was wir gleich zusammen machen. Und zwar, denkt doch mal bitte nach, wenn ihr so die letzte Woche oder nehmen wir vielleicht, nee, wir nehmen jetzt mal den Tag heute, den Tag mit Tobias und Holger und euch allen, den Tag bis zu diesem Moment vom Aufstehen. Wenn ihr den mal so Revue passieren lasst in euren Erinnerungen, was da so aufpoppt an Momenten, an besonderen Dialogen, an Stimmungen, an Emotionen. Überlegt mal, was für ein Film, was für ein Genre das am ehesten sein könnte. Ist es vielleicht ein Liebesfilm oder ist es vielleicht ein Horrorfilm oder eine total langweilige Wissensdokumentation oder ein Actionfilm? Guckt mal, wo es euch da so hinzieht, wenn ihr so an Filmgenres denkt. Und jetzt zähle ich gleich von 3 runter auf 0. Und bei 0 bitte ich euch alle, dazu müssten wir bitte auch diejenigen, die keine Kamera gerade anhaben, mal kurz in den Raum bitten. Danke, genau, macht mal bitte an. Bitte ich euch alle, eine Position, eine Mimik, eine Gestik mit euren Händen, mit eurem Gesicht einzunehmen, die der Hauptdarsteller und die Hauptdarstellerin in eurem Filmgenre machen würde in einer Szene. Seid ihr bereit? Ich gucke noch, der Thomas ist da, genau. Dann würde ich sagen, zähle ich, also es geht um das Genre für den Tag heute, um ihr seid die Protagonisten, die Hauptdarstellerin, der Hauptdarsteller. Welche Geste, welche Mimik müsst ihr für diesen Tag heute machen? 3, 2, 1, 0. Okay, wunderbar, ich danke euch. Sehr schön, jeder hat mitgemacht, cool. Schönen Dank. Ich schicke euch jetzt in Breakout Rooms. Und ich bitte euch einander die Backstory zu erzählen. Warum habt ihr diese Geste gemacht? Wieso seid ihr in dem Genre? Was ist denn dahinter los, hinter diesem kleinen Moment, der jetzt schon mal so viel versteckt an Geschichten dahinter? Es sind ungefähr 5 Minuten, dann hole ich euch wieder raus, ja? Wie viel sind wir denn überhaupt? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Also machen wir ungefähr 3 Räume mal. Oder 4. Tschüss, bis gleich. Oh je, kann ich das? Seid ihr weg? Nein, ihr seid noch nicht weg, oder? Doch, jetzt. Hallo Sandra, du bist irgendwie, ach so, wir sind auch in einem Breakout-Room, wir zwei. Nein, doch nicht. Andreas, bist du hier bei mir drin oder bist du immer zusammen in einem Breakout Room.
So, das sind wir wieder. Sag mal wieder, genau, sehr schön. Hallo. Was ist euch passiert? Ist irgendwas Spannendes passiert in den Breakout Rooms? Irgendwas Überraschendes oder Interessantes? Mag jemand was teilen? Es ist okay. Werbung für dein Buch gemacht worden. Oh! Jetzt kaufen es 3 Leute. Das ist ja, das finde ich total bemerkenswert und interessant und spannend. Danke für die Info. Ja, schön, cool. Sonst noch jemand, der was teilen möchte oder sollen wir vielleicht weiterreisen in unserer knappen Zeit? Sieht so aus, ne? Ich möchte diese Erzählräume, was wir gerade gemacht haben, einfach nochmal ein bisschen markieren als minimale kleine Sache, die immer wieder wichtig ist, wenn wir Unternehmen zu einer narrativ intelligenten Organisation begleiten wollen. In dem Beispiel jetzt im Online-Setting, wie kriege ich Menschen dazu, jenseits der Agenda sich auszutauschen, was wir nämlich leider im Zusammenarbeitskontext eigentlich nie machen, also gerade im Digitalen, aber auch in Meetings. Wir haben wenig Möglichkeiten, ja, als Menschen aufeinander zu treffen. Und narratives Arbeiten hat nun mal den Menschen im Mittelpunkt. Und dafür muss man sich immer wieder Methoden überlegen, wie man ein Gegengewicht machen kann zu diesen klassischen Management- und Prozess-Einbahnstraßen oder festgelaufenen Pfaden, die wir alle kennen. Und das war eben so ein Einstieg, weil ihr ja vielleicht noch nicht alle miteinander sprechen konntet. Gut, ich möchte heute mit euch ein paar Kaninchenlöcher erforschen. Und zwar, ups, das ist falsch, eine Folie höher, los, habe ich ja schon angekündigt, dass es ein bisschen darum geht zu sagen, wer mit Geschichten arbeitet, wer Organisationen narrativ in die narrativ intelligente Organisation begleiten will, hat alle Möglichkeiten, unendlich viele kleine und große Löcher kann man bohren sozusagen, um die Organisation zu begleiten und ihr zu helfen, narrative Intelligenz zu entwickeln. Das klingt vielleicht ein bisschen überheblich, ich meine es aber gar nicht so, weil de facto ist es so, dass tatsächlich das klassische Management, was halt viel über Zahlen, Daten, Fakten und kognitiv und argumentieren funktioniert, ja, da auf der anderen Seite sozusagen der Medaille sehr blind ist. Vielleicht zeige ich euch, zu diesen Begriffen da unten komme ich später, das sage ich jetzt nichts zu. Ich zeige euch vielleicht dieses Bild, was schon in einer anderen Session, wo ich vorher war, in einer ganz tollen von Caroline Peinecke mit Vorderbühne und Hinterbühne erzählt wurde. Das bringt es nochmal auf den Punkt, dass wir immer so diese Sachebene haben oder die vordergründige Sicht auf Unternehmen, die organisiert und strukturiert wirkt. Und auf der anderen Seite oder dahinter, vielmehr auf der Hinterbühne, haben wir aber jede Menge an Geschichten, an Beziehungen, an Sinnkonstruktionen, an Erfahrungen, die ganz und gar nicht strukturiert sind und die im krassen Widerspruch stehen, oftmals zu dem, wie die Organisation sich offiziell darstellt. Also es gibt ein offizielles Unternehmen und ein Unternehmen im Kopf. Und dieses Unternehmen im Kopf ist besonders bei diesen 5 Dimensionen sozusagen ganz entscheidend. Also klar, wenn ich über Identität spreche, wer bin ich denn eigentlich als Organisation, dann habe ich nichts anderes als alle Geschichten, die jemals über meine Organisation erzählt wurden als Basis. Also da sind wir mittendrin im Narrativen da hinten sozusagen, dass die Identität nichts anderes ist als die Summe aller Geschichten, die über das Unternehmen erzählt werden, sei es innerhalb von den Mitarbeitenden oder von außen. Genauso Sinn, also man weiß aus der narrativen Psychologie, dass wir Menschen Sinn immer mit Hilfe von narrativen Strukturen machen. Also wir erzählen einander und uns selber unser Leben sinnhaft oder unsere Arbeit sinnhaft. Es gibt natürlich auch Sinnlosigkeitsnarrative, aber das lassen wir jetzt vielleicht mal beiseite. Wichtig ist, dass es immer eine narrative Struktur hat. Es gab immer einen Anfang, dann ist irgendwas passiert und deswegen ist es jetzt so, wie es gerade ist. Und auch in die Zukunft gesprochen, gehen wir immer davon aus, dass ein Ereignis dem anderen folgt. Also wir kommen gar nicht raus aus diesem narrativen Denken, weil wir einfach in der Zeitkette leben und auch so unser Gedächtnis und unsere Erinnerungen aneinander heften. Werte, ja genauso, Werte kann man irgendwo hinschreiben. Wir sind kundenorientiert, Dienstleistungs,
fokussiert und schnell und so weiter und stellen den Menschen immer in den Mittelpunkt. Aber de facto, die Werte einer Organisation werden ausschließlich durch die Erfahrungen geprägt. Und die Erfahrungen wiederum ist das, was man einander erzählt. Also auch da sind wir mitten im Storytelling, also in diesem hinteren Kuddelmuddel der Organisation, die aus Geschichten bestehen, dieses Kuddelmuddel. Ja, und um da hinzukommen, hinzuhorchen sozusagen, dazu ist eigentlich wichtig zu wissen, dass diese Geschichten und diese ganzen Erfahrungen, die einander erzählt werden, dass die immer die Identität bestimmen und immer das Wissen mitbestimmen und die Kommunikation prägen und den Sinn und die Werte definieren, ob das Unternehmen das jetzt weiß und berücksichtigt oder eben nicht. Und das ist genau der Unterschied zwischen einer narrativ intelligenten Organisation und einer narrativ dummen, mal provokant formuliert. Narrativ intelligente Organisationen gehen eigentlich, Tobias hat es in der anderen Session so schön gesagt, gehen, wie Hartmut Rosa sagt, in Resonanz zu sich selber. Also sie sind in der Lage zu horchen auf diese verborgenen Geschichten und wissen um die Macht dieser Geschichten, die erzählt werden, innen wie außen, und arbeiten sozusagen in ihren ganzen Strategien und Prozessen mit diesem Fundus an Geschichten. Moments that matter hatte die Caroline in der Vorsession das genannt. Also was bewegt die Menschen eigentlich wirklich? Das ist die narrative Intelligenz, diese Sachen zu wissen und zu heben und damit zu arbeiten. Und wir hatten jetzt letztens, vielleicht erzähle ich eben in groben Zügen ein kleines Change-Projekt, was wir letztens begleiten durften. Da wurden wir beauftragt, den Mindset einer von Ingenieuren zu verändern in einem großen Konzern aus der Elektronikbranche, weil die nicht mitgemacht haben in dem Change-Vorhaben, die Linien von den ganzen Produktionsstandorten zu standardisieren. Das heißt, die Entwickler waren immer eher so drauf, dass sie jeden Kundenwunsch durch neue Entwicklungen und durch ganz perfekte maßgeschneiderte Produktideen beantwortet haben, was ja eigentlich eine wunderbare Sache ist, dass die Ingenieure wirklich das, was der Kunde will, umzusetzen versuchen. Und die Change-Maßnahme war aber, eine Standardisierung zu machen und dadurch eben weniger verschiedene Produkte zu haben, sondern mit einem Produkt die Kundenwünsche möglichst abzubilden. Und wir wurden beauftragt, den Mindset zu ändern, was natürlich spannend ist, weil wir dann mit unserem Zauberstab kamen und dreimal gesagt haben, du denkst jetzt bitte anders, du handelst jetzt bitte anders und du empfindest auch bitte anders, was auf Deutsch überhaupt nicht funktioniert hat. Und das ist ein schönes Beispiel für eine klassische Haltung in Organisationen, die davon ausgeht, dass wenn ich einfach sage, wie die Zukunft zu sein hat und das praktisch durch alle Prozesse und Ebenen durchkommuniziere, dass es dann auch so sein wird. Und das hat natürlich nichts mit diesem Zuhören zu tun, sondern es ist einfach die Annahme, wenn ich laut genug und vielleicht auch schön genug durch schöne Geschichten und Metaphern und Storytelling kommuniziere, was ich möchte, dann wird diese Realität eintreten. Das ist nicht so. In diesem einen Projekt, da würde ich euch gerne ganz kurz noch 4 verschiedene Möglichkeiten, Geschichten zu denken, vorstellen. Und dann machen wir auch schon eine Methode direkt. Aber das wollte ich noch erzählen. In diesem einen Projekt war eigentlich die Hauptdenke vom Management, vom Auftraggeber, dass wir ein gutes Storytelling brauchen. Also dass wir praktisch den Mindset, diese Verweigerung der Ingenieure, die eben keine Standardisierung wollen, ändern müssen durch gute Geschichten, durch gute Change Stories. Das war sozusagen die Auftragssituation, warum wir geholt wurden. Und wir haben da gesagt, naja, vielleicht ist es ja gar nicht so, dass der Mindset falsch ist. Vielleicht liegt es ja an anderen Dingen. Lasst uns doch erstmal zuhören, ne? Story Listening, was eigentlich die wahren Geschichten sind, die Erfahrungen, die Mitarbeitenden haben, die Ingenieure, warum deren Wertesystem so ist, dass diese Change-Strategie auf Widerstand stößt. Was ist da los bei euch? Also haben wir narrative Interviews gemacht und herausgefunden, dass es gar nicht der Mindset der Mitarbeitenden ist, sondern der Weg, den das Management eingeschlagen hat. Die haben nämlich eine zweite Matrix-Organisation eingeführt, die dafür verantwortlich war, diesen Change-Prozess zu treiben. Die hatten aber kein Budget und eigentlich war das ein Kampf unter den Häuptlingen, weil die etablierten Ingenieure plötzlich mit einer Schattenorganisation konfrontiert wurden, die den Change treiben sollte. Das heißt, Story-Doing wären jetzt alle möglichen narrativen Methoden, die dafür sorgen, dass auf der Vorderbühne tatsächlich die ganzen Prozesse, die ganzen Organisationsstrukturen etc.
neue Erfahrungen erstmal möglich machen. Weil wenn ich nämlich sozusagen immer alles so lasse, wie es war, und vielleicht eben in diesem Fall war die Erfahrung der Mitarbeitenden, bei uns wird Veränderung immer so gemacht, dass eine neue zusätzliche Organisation aufgebaut wird, wodurch sich de facto gar nichts ändert. Und solange diese Erfahrung gesetzt ist, kann ich mit keinem Storytelling der Welt und mit keiner Change-Architektur der Welt irgendwas bewirken, weil alle von ihren Erfahrungen ausgehen, die sie bisher gemacht haben. Story-Doing sind also Methoden, die neue Erfahrungen ermöglichen. Und das heißt dann tatsächlich oft, die Prozesse und die Strukturen so anzupacken, dass was Neues erlebbar ist und dann auch erzählt wird. Und je mehr neue Erfahrungen erzählt werden, desto mehr verändert sich auch der Geschichtskorpus von dieser Unternehmenskultur, die ich damit bearbeite. Story Co-Creation ist in jedem Change wichtig, alles, was mit Partizipation zu tun hat. Also wie kann ich Workshops, Meetings, Entscheidungen und so weiter so gestalten, dass wirklich möglichst viele teilhaben, dieses Gefühl haben, die Entscheidung mitzutragen und den Weg in die Zukunft. Ja, und natürlich gibt es auch Storytelling. Da geht es dann wirklich um die kommunikative Seite, die oft draußen, wenn wir über narratives Arbeiten reden, ist ausschließlich diese Seite hier gemeint damit. Aber ich wollte euch das einfach mal zeigen. Diese Kaninchenlöcher, die Arbeit mit Geschichten ist so viel vielfältiger, als es zu reduzieren auf das Design und den Einsatz von guten Geschichten. Das ist nur ein kleiner Teil davon, wirklich in die Kommunikation zu gehen dann im Unternehmen. Ja, soweit. In diesem Beispiel haben wir hier Erzählworkshops gemacht und wirklich mal gesammelt, was habt ihr für Erfahrungen, was ist euch wichtig, und haben eben festgestellt, was ich schon erzählt hatte, dass der Weg das Problem war und nicht der Mindset. Und dann haben wir mit denen zusammen in den Erzählworkshops die wertvollen Momente gesucht, wo sie schon eigentlich im Sinne dieser Zukunft der Standardisierung gehandelt hatten, und daraus dann Change Stories gemacht, die eben unternehmensweit dann in weiteren Workshops wieder bewegt wurden und diskutiert wurden und angereichert wurden, sodass wir eben Co-Creation und Telling aufgrund von einem ordentlichen Story-Listening machen konnten. So, soweit zu diesem einen Beispiel. Ganz kurz noch, bevor ihr dran seid. Also unsere Erfahrung aus der ganzen Beraterarbeit mit Organisationen ist, dass wir seltenst auf Menschen treffen, die im Management sitzen und wirklich offen sind für Dinge, die unvorhersehbar sind, weil das System einfach von allen immer verlangt, messbar zu sein und Kontrolle zu haben und Planbarkeit zu zeigen. Und dementsprechend hat man eine Einbahnstraße an Meilensteinen und Projektzielen. Und das entspricht nicht diesem Story-Listening-Gedanken, dass man erstmal hört, was sind eigentlich wirklich die Geschichten im Unternehmen, was ist das Unternehmen im Kopf, was die Werte, den Sinn, die Identität, das Wissen und die Kommunikation prägt, und erst dann anfängt praktisch die Zukunft zu planen und die Veränderung zu gehen, möglichst mit Fragen, deren Antworten man nicht kennt, und immer wieder mit kleinen oder größeren Erzählräumen. Eine Methode dazu, wie man so einen Erzählraum gestalten kann, würde ich gerne mit euch machen, und zwar die Ereigniskurve. Anna-Laura, du kennst die beiden Bilder. Ihr seht hier eine ganz einfache Visualisierungsmethode, um in einem Erzählraum die Mitarbeitenden oder die Workshop-Teilnehmer oder wen auch immer dazu zu bringen, ihre Sparkling Moments zu finden sozusagen. Also die Momente, die besonders sind für die Person. Und die Karin Kiesel, die arbeitet in Hamburg, die hatte die geniale Idee, diese Ereigniskurve im Schaufenster ihrer Agentur sozusagen anzubieten als Corona-Kurve. Und so konnten die Passanten in den letzten Monaten, wer immer wollte, konnte sich ein Blatt nehmen und dieses Blatt ausfüllen und diese Kurve, diese eigene persönliche Erfahrung von Corona teilen mit anderen. Und diese Ereigniskurve setzen wir in Unternehmen tatsächlich in Workshops auch ein, um gemeinsam zu erzählen, wie eigentlich das Unternehmen so entstanden ist, wo es Highlights und Lowlights gab, wie verschieden die Leute bestimmte Projekte betrachten. Und dann kann entweder eben so gearbeitet werden, dass man sagt, wir einigen uns in so einem Workshop-Setting auf eine Kurve miteinander. Da muss man natürlich viel Diskurs machen, um zu gucken, wo ist denn unsere gemeinsame Kurve des Unternehmens. Oder aber man sagt, okay, wir lassen mal alle einzeln erzählen und haben vielleicht dann in einem Workshop-Setting oder in einer Abteilung 12 oder 13 oder 20 Kurven übereinander liegend und sehen dann natürlich auch schön die Widersprüche der Erinnerung.
Corona ist tatsächlich die Möglichkeit, dass wir mal das ausprobieren, weil wir alle einen gemeinsamen Erfahrungsuntergrund haben, ohne dass wir in einem Unternehmen arbeiten. Das heißt, wir können momentan besser denn je simulieren, ein Unternehmen zu sein. Und ich würde euch jetzt bitten, dass ihr, ich muss mal eben raus aus der Folienpräsentation, um euch den Link zu schicken zu dem Concept Board. Und da würde ich euch bitten, dass ihr da mal rüber geht und wir dann gemeinsam, also praktisch noch eben drüber sprechen, was ihr da tun sollt. Und dann stecke ich euch wieder in Breakout Rooms und jede Gruppe geht dann bitte in das Board, in diesem Concept Board, wie eure Nummer ist von dem Breakout Room.